Moin und herzlich willkommen zurück zu Politik Simulator 4 Power and Revolution in Burundi. Und mir ist gerade zwischen den Folgen ein echt fieser Gedanke gekommen. Jetzt, wo wir ja direkt den Hochdepot-Sektor steuern können, können wir vielleicht die Kosten des Infrastrukturausbaus vielleicht damit drücken, dass wir den Lohn senken? Wir haben ja keinen Mindestlohn im Land. Können wir den irgendwie den... Moment. Hoch- und Tiefbau. Gehalt. Können wir das Gehalt drücken? Auf Null? Auf Null. Geht auf Null. Krass. Ich meine, wir haben ja einen Sozialhilfesatz, ne? Theoretisch müsste das ja möglich sein, dass die ganze Menschheit sozusagen, also alle Menschen in Burundi, nur noch vom Sozialhilfesatz leben, der halt krass hoch ist. Weil der Sozialhilfesatz ist ein Vielfaches von dem, was die Löhne sind. Also mit Vielfaches meine ich 20-faches, das 20-fache von dem, was die normalerweise verdienen. Deswegen müsste ich ja eigentlich die Löhne senken können. Jetzt wäre das unklug, das vielleicht direkt vor der Wahl zu machen, aber nach der Wahl würde ich es vielleicht mal ausprobieren. Wenn ich so drüber nachdenke. Lootet sind ja toll. Und Ruanda hasst uns, obwohl wir den Geld schicken. Das ist gemein. Schon wieder Agenten verhaftet. Naja. Achso, wir können auch mal wieder hier Sensibilisierung und so. Für die Leute im Land. Unsere Fachstelle. Ja, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ha. 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 Wie sieht's eigentlich aus mit Inflation? Oh, wir haben Deflation. Ey, wir haben wieder Deflation. Cool. Da wird unser Wachstum wieder quasi dadurch geboostet, also unsichtbar geboostet. Der Wert wird vielleicht ein bisschen drunter leiden, aber das Geld wird halt mehr wert, was die Leute haben, ne? Anstieg des Glücks. Finde ich natürlich sehr cool, dass wir Deflation wieder haben. Das finde ich sehr gut. Das finde ich ziemlich gut. Ich möchte das, glaube ich, also nach der Wahl möchte ich das gerne mal ausprobieren, ob ich den Lohn der Arbeitskräfte auf Null senken kann und was dann passiert. Weil theoretisch, ich weiß nicht, ob das Spiel das mitmacht, aber theoretisch müssten sie ja dann vom Sozialhilfesatz aufgefangen werden, der ja eigentlich viel mehr ist, als die normalerweise verdienen würden. Hier, 1 Million. Und die verdienen 44.000 oder sowas in dem Bereich. Weil wir keinen Mindestlohn haben. Können wir mal das Arbeitslosengeld erhöhen. Oder so. Müssen wir auch immer weniger zahlen, weil die Arbeitslosenquote sinkt, aber das flacht ab, die Kurve. Die Terroristen. Ich würde auf jeden Fall auch gern weitere Sektoren verstaatlichen. Oh, das sieht schon mal ganz gut aus. Was sagt hier? Beschäftigung im Vergleich zum Spielbeginn ist nicht wahnsinnig gut. Hat der Wahlkampf offiziell begonnen? Ja, hat offiziell angefangen. Gut, dann machen wir jetzt nochmal direkt eine Spendenkampagne. Mal schauen, ob die von Erfolg gekrönt sein wird. Wir haben jetzt 4 Milliarden gehabt vorher. Schauen wir mal, wie es danach aussieht. Was? Was? Wie bitte? Wie? Wie kann das sein? Wie kann er so viel... Was? Okay, jetzt stimmt's wieder. Ich war schockiert.
Treffen mit Bosnien. Hallo und tschüss. Ja, wir brauchen halt ein Wahlprogramm. Haben wir jetzt noch nicht. Ich hoffe, wir haben jetzt mehr Geld zur Verfügung als beim letzten Mal. Oh, die fangen mit einem guten Wahlprogramm an. Könnte ein Problem werden. Können wir Schulden zurückzahlen gerade? Moment. Wir haben ja noch ein bisschen was übrig gehabt an Schulden. Hier, Darlehen tilgen. Oh, das Fenster ist noch da. Oh, hä? Reicht das immer noch nicht? Komisch. Ist das irgendwie verbuggt, dass es nicht weggeht? Ich weiß es nicht. Ich dachte, wir hätten jetzt genug Geld mittlerweile, um das zurückzuzahlen. So, Na, ich will wissen, wie viel Geld wir kriegen. Die älteste Person des Landes ist tot, es lebe die älteste Person des Landes, meine Güte. Als ob das ein Verlust wäre. So. Wo bleibt die Verspendenkampagne? Gott. Der hat schon die absolute Mehrheit. Der macht ein gutes Wahlprogramm. So kenne ich die nicht, die Partei. Da stimmt was nicht. Hilfe. Wir müssen die von der absoluten Mehrheit verdrängen, sonst haben wir gleich verloren. Aber ich warte noch auf das Ende der Spendenkampagne. Moment. Es kommen gerade viele Nachrichten auf einmal. Spendenkampagne. Der Spendenaufruf. Jawohl, voller Erfolg. Sehr schön. Wie viel Geld haben wir? Oh ja, ich glaube, so viel hatten wir noch nie. Das ist gut. Natürlich haben wir eine Überschwemmung. Ich speichere jetzt nochmal und dann fangen wir mit dem Wahlkampf an. Dann machen wir ordentlich infrastrukturelle Versprechen. Mal schauen. Oder ich bin am Überlegen, soll ich wenige große Versprechen machen? Also im Sinne von viel Geld dafür ausgeben oder viele kleine? Wie machen wir das denn? Wir haben jetzt ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Also wir können auf jeden Fall zwei große Versprechen machen. Das geht. Ich versuche es mal mit großen Versprechen. Also in einem großen Rahmen, sage ich mal. Also hier, Sportkomplex. Sportkomplex. Hä, habe ich jetzt überhaupt was gemacht? Ah, jetzt muss ich noch auswählen. Okay, und zwar gehen wir in den Bereich Bildung und bauen Schulen. So. Das will ich machen. Dann versprechen wir noch Krankenhäuser, würde ich sagen. So viel wie halt geht. Ich würde am liebsten noch mehr bauen, aber es geht nicht mehr. Kann ich auch nicht mehr versprechen. So, das ist jetzt das meiste Geld weg. Ja, jetzt muss man wieder vorsichtig sein, was man mit dem Geld macht. Aber ich hoffe, das kommt gut an. Mal schauen. Programmauswertung. Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. Es kommt gut an. Oh, Gleichstand. Schwierig. Habe ich mir mehr erhofft, wenn man viel Geld dafür ausgibt. Jetzt können wir nur noch ein paar kleine Versprechen machen, aber nicht viele.
Das wird teuer, aber das könnte ich mal versprechen. Ach so, er kam erst noch, oder was? Mit den Krankenhäusern? Oder wie? Ah, wir liegen vorne, was die Beliebtheit des Programms angeht. Immerhin. Und die U-Bahn sind auch versprochen. Wenn ich jetzt doch ein Versprechen mache, dann reicht das Geld nicht mehr. Zumindest nicht im mittleren Bereich. Schwierig. Moment, wenn ich jetzt Universitäten, ich kann nur einzeln bauen, das ist eher ärgerlich. Moment. So, Wahlversprechen. Ja, ich kann auch im Theatersaal was versprechen. Aber da geht ja nicht so viel, ne? Ne, ich bin vorsichtig, ich mache kein weiteres Versprechen mehr, das wird zu teuer. 49. Oh, das klingt erstmal nicht so schlecht. Mal schauen. Oh ja, wir haben aufgeholt. Wir haben die anderen von einer absoluten Mehrheit weggekriegt. Das heißt, der Wahlkampf würde in die zweite Runde gehen. Das müssen wir erreichen. Gut, das Versprechen mit der U-Bahn war super teuer, ne? Könnte schwierig werden, das einzulösen. Was ist eigentlich die Kriminalitätsrate? Die ist niedriger, als sie mal war. Oh, die ist neulich gestiegen. Brauchen wir mehr Polizisten? Ich weiß nicht, ob Polizisten, allein, dass man Polizisten einstellt, ob das auch die Menschenrechte einschränkt. Die von diesem Desaster getroffene Moment. Bevölkerung ist in einer sehr prekären Lage. Mal schauen, wie weit wir damit kommen. Mit der Zahlung. Oh, da wieder super knapp. Also super wenig Stimmen bei der Partei. Ich frage mich, was passieren würde, wenn ich die größte Partei des Landes verbieten würde. Natürlich schwierig, das durchzusetzen, dann hätten wir eine Terrororganisation. Ist die Frage, ob das uns helfen würde oder nicht. Ich könnte es mal versuchen, vielleicht irgendwann mal. Ich bin wie gesagt noch gespannt, wie sich das auswirken würde, wenn ich hier die Löhne der Hoch- und Tiefbauarbeiter abschaffe quasi, dass sie nichts verdienen, dass sie vom Sozialhilfesatz, vom extrem hohen Sozialhilfesatz leben. Moment. Wir liegen jetzt vorne? Ach krass. Oh, die haben wieder ein schlechtes Wahlversprechen gemacht. Jetzt haben die auch wieder mehr Stimmen gekriegt. Ja, jetzt liegen wir wieder vorne. Schön. Nehme ich. Auf die Rechtspartei ist doch Verlass, dass sie einen schlechten Wahlkampf machen. Zumindest meistens. Außer bei unserem ersten Wahlkampf, da waren die super stark. So, wann ist die Wahl? Am 28.11. Okay. Ich wünschte, wir würden mal hier eine absolute Mehrheit kriegen. Das wäre mal was. Oh. Ey, wir sind beliebter als die andere Partei. Wir haben endlich mal mehr Sympathisanten. Ich hoffe, das bleibt so.
schön. Juhu, wir sind die beliebteste Partei des Landes. Ich hoffe, das hält bis zur nächsten Parlamentswahl an. Dass wir da mal endlich stärker werden als die anderen. Das hat schon wieder nicht gereicht. Noch ein Zittern gegen Gerette oder was? Ja, natürlich. Wie jedes Jahr. Ja, vielleicht werde ich auch mal das Renteneintrittsalter irgendwann senken. Wenn es uns wirtschaftlich ganz gut geht, warum nicht? Vielleicht hilft das ja auch irgendwie bei Menschenrechten oder so ein Kram. Ich weiß nicht, in welchen, wo das reinfallen würde. Oh ja, jetzt haben wir sogar, hier ist im Vergleich zu Spielbeginn eine gute Arbeitslosenquote. Die terroristische. Moment, so viele Sachen auf einmal. Erhalten Hilfe der Regierung, ja. Es fehlt immer noch Geld. Boah. Juhu, wir liegen vorne im Wahlkampf. Wir liegen vorne. Schön. Wir liegen vorne. Schön, schön, schön. Oh, die wollen noch mehr Geld haben, ey. So, jetzt muss aber gut sein. So, jetzt sind an dich alle entschädigt worden. Oh, die Nachricht nicht weg. So. Weg. Immer noch vorne. Aber das qualifiziert uns ja trotzdem nur für den zweiten Wahlgang. Ich hoffe aber, dass wir auf jeden Fall weiterhin die beliebteste Partei. Nee. Jetzt sind uns wieder über eine Million Sympathisanten abgesprungen auf einmal. Ich habe keine Ahnung warum. Warum? Das ergibt doch keinen Sinn. Guten Abend. Guten Tag. Das heißt, jetzt sind wir vielleicht wieder nicht vorne. Keine Ahnung. Na doch. Den ersten Wahlgang haben wir gewonnen. Einen der beiden, meine Lieben. Meine Lieben, meine Lieben. So, wir liegen ja noch vorne für den zweiten Wahlgang. Ich würde echt mal gern wissen, was passiert, wenn wir die beliebteste Partei verbieten. Die Debatte läuft. Guten Abend. Guten Tag. Also, Arbeit. Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema? Arbeitslosengeld erhöhen. In Krisenzeiten, in denen die Armut an Boden gewinnt, ist es von entscheidender Bedeutung, vollkommen im Sinn der Danke. Sie sind an der Reihe. Was? Frauen? Der nimmt Geld raus. Das ist eine objektive Realität des gesunden Menschen. Ja, ja. Danke und nun zum nächsten Thema. Also, Forschung. Was ist Ihre Meinung? Der nimmt Geld raus. In diesen schwierigen Zeiten. Sehr gut. Nun sind Sie an der Reihe. Was sagen? Was machen wir denn mal? Wir können Forschungszentren bauen. Die Forschung ist der Rettungsanker unserer Wirtschaft. Wir müssen immer noch und fortwährend die Innovation favorisieren, um unseren Marktanteil zu sichern. Dies tun unsere internationalen Mitbewerber und dies werde auch ich dank einer ehrgeizigen Gesamtpolitik tun. Wir müssen auch noch Forscher einstellen. Wir kommen nun zum zweiten Teil der Sendung. Gut, würden Sie uns bitte etwas über dieses Thema aufklären, das Sie meiner Meinung nach im Laufe der Wahlkampagne ausreichend abgenutzt haben? Moment, bauen wir mal genau weitere Eisbahnen, hatten wir schon mal versprochen. Der Sport ist die Schule. Kommt kaum was an.
Ja, was wollt ihr denn im Bereich Sport machen? Ich persönlich würde gerne Ihre Meinung zu... Und die wollen Schwimmbäder bauen. Der Sport Keine ist Reaktion. Die Schule der Jugend. Wow. Vielen Dank. Wir sind nun am Ende unserer Debatte angelangt. Noch ein... Oh, die heben die Ein-Kind-Politik auf. Das kommt bestimmt gut an. Oh Gott. Aber kein Kommentar dazu. Hallo? 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 Kann ich das ausmachen oder? Hallo? Es passiert nichts. Hallo? Hallöchen? Ja, toll. Das hier ein Kind-Politik scheint buggy zu sein. Es gibt keinen Text dazu und jetzt warten wir ewig. Habe ich während der Folge gespeichert? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Ich lade mal neu, ich gucke auf die Uhr. 14:49 ist jetzt. Mal gucken, wann ich gespeichert habe. 14:36. Ja, doch, dann habe ich während der Folge mal gespeichert, glaube ich. Aber wir verlieren jetzt jede Menge Vorsprung. Fortschritt. Mann. Ne, ich glaube, ich habe wahrscheinlich gespeichert, bevor ich die... Oder? Wann habe ich gespeichert? Weiß nicht mehr. Wahlkampagne, Spätkampagne? Ich weiß es nicht. Och Mann. Das ist jetzt ärgerlich. Na gut, dann haben wir jetzt hier Wahlkampagne und Spendenkampagne. Moment, ich sag mal Wahlkampagne. Spendenkampagne, Geld ist reingekommen gerade. Dann habe ich noch keine Versprechen gemacht, ne? Ja. Dann gehe ich das jetzt mal ein bisschen anders an. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Und gebe nicht ganz so viel Geld aus. Für einzelne Versprechen. Dann machen wir mehr. In der Masse halt mehr. Mehr Grundschulen. Oh. Nicht genug Arbeitskräfte. Gut, dann eben keine Grundschulen. Haben wir sowieso genug. Wahlversprechen. Hier Veranstaltungssaal. Gesundheit. Krankenhäuser. Wahlversprechen, Veranstaltungssaal. Mit Transport. Ich habe noch hier versprochen, U-Bahn-Linien zu bauen. Hier sehe ich auch noch das Investitionsbudget, das ist gut. Ja, gehe ich nochmal in die Bildung. Hochschulen. Wahlversprechen. Ja. Bildung. Universitäten. Eine, es gibt ja nur eine. Wahlversprechen. Veranstaltungssaal. Bildung, dass ich nicht so viele Grundschulen baue, wie ich kann. So. Ganz viele Grundschulen. Wahlversprechen. Gesundheit geht auch noch. Ein bisschen mehr. Gesundheit. Sozialzentren. So, Wahlversprechen, Veranstaltungssaal, Gesundheit und hier psychiatrische Kliniken können wir auch noch bauen. So, das muss jetzt reichen.
Jetzt haben wir viele kleine Versprechen gemacht, anstatt weniger großer. Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön, kommt gut an. So. Liebling der Umfragen. Schauen, wie lange das anhält. Oh, die haben auch ein gutes Wahlprogramm gemacht. Natürlich haben die das. Jetzt haben wir noch einen Monat hier zu warten. Oh, wegen dem Bug. Also ich werde dann vor der TV-Debatte nochmal speichern, wenn ich dann jetzt weiß, dass das buganfällig ist. Wäre halt schön, wenn wir mal über 50% kommen würden, ne? Was sagt wieder, dass die hier Sympathisanten sind wieder da. Sieht wieder gut aus. Sind wieder besser als die anderen. Dann wird es wahrscheinlich wieder sinken. Keine Ahnung. Verstehe das nicht. Wie das läuft. Noch einen Monat abwarten. Das ist ja nervig. Ach, jetzt liegt er wieder ganz vorne. Gemeinheit. Okay. So. Kann ich gleich 200 zahlen, weil der sonst mir nie reicht. Könnte noch hier versprechen, Wohnung zu bauen. Oder Wohnung zu renovieren. Vielleicht. Naja, halt, was geht. Geht ja nicht alles. So. Wahlversprechen. Oh nee, das wird zu knapp. Nee. Das Budget ist zu knapp. Ich mache keine weiteren Versprechen mehr. Können wir uns nicht leisten. Liegen die wieder vorne. Das heißt, wenn wir uns das wieder angucken... Es fehlt immer noch Geld. Wie viel Geld soll ich denn noch geben? Ich gebe denen immer viel mehr, als sie brauchen. Und es ist trotzdem nicht genug. Moment. Ja, wir liegen in den Sympathisanten immer noch vorne. Boah, der Wahlprogramm wird auch immer besser. Ich habe das Gefühl, das Wahlprogramm von den anderen orientiert sich am eigenen. Wenn man selbst ein gutes macht, machen die anderen auch ein gutes. Gott,
Haben uns was eingeholt bei der Beliebtheit des Programms. Guten Abend. So, dann schauen wir mal, wie es läuft. Na gut, Hauptsache, die kriegen keine absolute Mehrheit. Wir werden nun einen der beiden, meine Lieben. Oh. Die Terroristen. Das heißt, ich werde jetzt nochmal speichern. So. Dann brauchen wir nochmal ein bisschen Beliebtheit, damit wir auf 100% landen. Zur Wahl dann. Moment. Hier. Wow, hassen. Hass. Okay, hier. Ach, der ist doch super. Nach wie vor. So. 47% der Leute finden den Wahlkampf uninteressant. Gerne. Huch. Das ist sehr. So. Wenn es Ihnen. Gut. Danke für die Hilfe. So. Guten Abend. Einwanderung. Also, was ist Ihre Meinung zu diesem Thema? Also, weil ich gesehen habe, dass es gut funktioniert. Wobei, ich wollte das mal machen hier. Bedingungsloses Wahlrecht für alle Ausländer. Die Migranten dürfen wow, auf keinen kommt nicht gut Fall an. Danke. Sie sind an der Reihe. Was? Der streicht jetzt wieder R. Die Migranten dürfen auf keinen Fall wie. Danke und nun zum nächsten. Sport. Also, was wow. ist Ihre Meinung? Der Sportzentrum. Der Sport ist die Schule. Sehr gut. Nun sind Sie an der Reihe. Was sagen Sie zu der Frage? Kann ich mehrere bauen? Ja. Der Sport ist wow. die Schule der. Ich danke Ihnen. Wir kommen. Gut, würden Sie uns bitte etwas. Hier will ich eigentlich überhaupt nichts machen, das ist das Problem. Ich will überhaupt nichts machen. Und war hier nicht die Ein-Kind-Politik dabei? Gut, ich sollte es sowieso nicht machen, weil das verbuggt ist. Ich könnte Familienhilfen einführen, aber. Sollte ich eigentlich vermeiden. Komm hier, Familienhilfen. Die Familie bildet den Kern und. Ach komm, mach doch irgendwas, was schlecht ankommt. Kultur. Ich persönlich würde gerne Ihre Meinung. Die nehmen Geld raus. In diesen wow, keine Kommreaktion. Vielen Dank. Wir sind nun am Ende. Müssen wir noch irgendwas raushauen? Was könnte man denn machen? Ich weiß es nicht. Was käme denn gut an? Hier, das habe ich vorhin auch schon versprochen. Ganz viele neue Forschungszentren. Ich weiß nicht mehr, wie viel das gebracht hat. Die Forschung ist der Rettungsanker unserer Wirtschaft. Wir müssen immer noch und nochmals so. Vielen Dank an die beiden Kandidaten, dass sie sich bei dieser Debatte gut geschlagen haben. Der andere nichts Unser versprochen? Spontanes Umfragesystem hat einen Sieger. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. So, wie sieht's aus? 71% der Zuschauer. Diesmal haben wir die Wahlkampagne besser gewonnen. Moment, liegt der jetzt immer noch vorne? Auch nach dem Fernsehduell? Wenn ja, ist ungünstig. Wenn ja, ist doof. Machen wir nichts davon. Kommen wir nicht weiter.
Müssen wir kurz warten. Ich gehe auf jeden Fall nicht in die Opposition. Darauf habe ich keine Lust. Oh Gott. Ich glaube, wir verlieren die Wahl. Was ist, wenn ich Wahlfälschung betreibe? Verstorbenen mitwählen lassen. Eine Sache reicht vielleicht. Mal schauen, ob das auffällt, keine Ahnung. Huch, Title not found? Was war das denn? Was habe ich hier geklickt? Die Wahl ist einfach vorbei, oder was? Was denn jetzt der Stand? Ach so, die Wahl ist zu Ende. Okay. Nein. Och, ist das ärgerlich. Moment. Muss die TV-Debatte anders laufen oder so, keine Ahnung. Oder ich muss mehr Wahlfälschung betreiben. Och Mann, ey. So, also nochmal Fernsehdebatte. Boah. Guten Abend. Arbeit, also, Arbeit. Was ist Ihre Meinung? Also, da werden wir wieder das Arbeitslosengeld erhöhen. In Krisenzeiten, in denen die Armut an Boden gewinnt, ist es von entscheidender So. Danke. Sie sind an der Reihe. Was? Der nimmt Geld raus, das ist gut für uns. Danke und nun zum Justiz. Also, oh Gott, was ist Ihre... keine Ahnung. Kommt unsere auch nicht gut an. Benötigt heute... Sehr gut. Nun sind Sie an der Reihe. Was? Gibt es eigentlich keinen Grund, irgendwas zu ändern? Das ist das Problem. Da gibt es keinen Grund, was zu ändern. Da setze ich halt wieder auf Verbot von Schusswaffen. Ich weiß, wie sehr sich unsere Mitbürger um die öffentliche Sicherheit sorgen. Ich werde bei... Ich danke Ihnen. Meine Güte. Wir kommen nun zum zweiten Teil halt so. Der Sendung. Die kann... Gut, würden Sie Armee. Uns bitte etwas über dieses Thema aufklären? Ich habe keine Ahnung. Meiner Meinung nach im Laufe der Wahlkampagne... Ich habe keine Ahnung, wie Aufrüstung ankommt. Was ich sonst einführen sollte, keine Ahnung. Hier. Unsere nationale Verteidigung bildet den Stützpfeiler unserer Souveränität. Hat aber kaum Auswirkungen gehabt. Ist okay. Hier, ich Kultur. Ich persönlich würde gerne Ihre Meinung. Sie nimmt Geld raus. In diesen schwierigen Zeiten ist es von entscheidender Bedeutung. Vielen Dank. Wir sind nun am Ende unserer Debatte angelangt. Die Kandidaten können jetzt einfach. Der baut eine Uni. Die nationale Bildung muss unter dem Prisma der Ausgaben. Und was machen wir am besten? Ja gut, ich habe halt das mit der Uni schon versprochen, ne? Dasselbe kann ich jetzt nicht nochmal machen. Na gut, dann komme ich nochmal mit den Forschungszentren. Das kam mir immer ganz gut an. Die Forschung ist der Rettungsanker unserer Wirtschaft. Wir müssen immer noch und fortwährend die Innovation favorisieren, um unseren Marktanteil zu sichern. Das ist der das Duell noch besser gelaufen. Vielen Dank an die beiden Kandidaten. Unser spontanes Umfragesystem hat einen Sieger ermittelt. Ich wünsche Ihnen einen schönen... So, das waren jetzt 83% finden uns besser. Wenn das jetzt nicht reicht,
Dann gehen wir auch die Ideen aus. Na, jetzt berechnet er nochmal. Dann muss ich auf Wahlfälschung zurückgreifen oder so. Komm, wir brauchen eine neue Umfrage. Ja, jetzt liegen wir wieder vorne. Aber nur ganz knapp. Oh, die Beliebtheit ist nicht so hoch. Das habe ich ganz vergessen. Das könnte noch ein Problem werden. Moment. Huh, welcher war das? Irgendeiner war doch, mochte uns doch. Der hier war das. Ach, das war ein Sänger. Alles klar. Ich brauche nochmal ein bisschen Hilfe. Also. Gerne. Nein, ich habe ihn weggeklickt. Oh. Weil ich die Auswahlmöglichkeit da für das Gequatsche da verfehlt habe. Habe ich daneben geklickt. Dann müssen wir uns halt mit jemand anderem treffen. Nein, danke, mein mit ja, ich. Wenn es Ihnen. So. Beliebtheit, los. Vor der Wahl nochmal. Jawohl, 100%. Ja, das klappt hoffentlich. Schon wieder berechnet. Guten Abend. So, jetzt aber, komm. Ja. Ganz knapp gewonnen. Und wir werden nun den neuen. Ich begegne. Ja, die Sympathisanten sind schon wieder gesunken. Ich weiß nicht warum. Ich verstehe dies. Ich verstehe das, wie das mit den Sympathisanten funktioniert, nicht. Aber gut, wir haben die Wahl gewonnen. Das ist das Wichtigste. Deswegen sage ich Dankeschön fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz dieser Überlänge und dieser Fails. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüdelü. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Da schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das im Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.